Was geht ab, meine Rosie-Fighter-Hose hier, und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 71. Vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen dieser Woche. Wenn ihr wie immer wissen wollt, wie ihr dran teilnehmt, Freunde, so ist der Link in der Beschreibung. Bevor wir mit dem Team-Rating-Video anfangen, Freunde, eine kurze Sache, so aktuell was abgeht. Aktuell ist wirklich sehr, sehr viel los. Heißt nichts Schlechtes, also ich meine content-technisch, es ist wirklich sehr viel Content da. Das ist für mich Luxus pur, kann ich wirklich sehr viel damit anfangen, sehr viel aufnehmen, sage ich mal. Und für mich ist das wirklich Luxus pur, da beklage ich mich auf jeden Fall nicht. Worauf ich hinaus will ist, was heißt es im Endeffekt, ich komme relativ gerade schlecht dazu, Mails abzuchecken, also Twitter, Discord, Privatnachrichten auf jeden Fall und oder YouTube-Kommentare. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich YouTube-Kommentare so schnell wie möglich abchecke immer. Ich bin gerade ein paar Videos hinterher, die werde ich jetzt die Tage abchecken, also wundert euch im Endeffekt nicht, falls mein Feedback bisschen später kommt als sonst. Das soll ich auf jeden Fall einfach nur anmerken, damit ihr da Bescheid wisst, aber Content-Technik geht wirklich so viel. Wir haben noch unser Masterschock ins Beispiel, was wir noch nicht raushauen konnten, das habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Da wird auf jeden Fall die Tage sehr viel Cooles kommen, denke ich mal, hoffe ich mal, damit ihr da informiert seid, Freunde. Dann fangen wir mal sofort mit dem Team-Rating-Video an. Und zwar hatten wir letzte Woche am Ende des Videos, beziehungsweise am Ende des Videos ihr gefragt. Ihr hattet da wirklich sehr gute Verbesserungsvorschläge. Tun wir das Ganze nochmal refreshen. Wir hatten Snake seine Einsendung, Hashtag Team Ursulum. Ich hätte gerne deine Meinung zu dem Team. In dem Team sind meine Lieblingscharaktere, die ich zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte. PS, als Friend habe ich Alligator für den Leader-Skill. Vielen Dank, Ursulum. Kein Thema. Nun, das Team sah folgendermaßen aus. Hauptproblem oder wo viele sich quasi dann sofort einig waren, ist, es fehlt ein physischer Charakter. Na, zum einen fehlt natürlich ein physischer Charakter im eigenen Team, beziehungsweise brauchen wir einen physischen Charakter, damit sich der Leader-Skill von Tech Vegito Blue aktiviert. Aber er selbst hat gesagt, er nimmt als Friend LR Gogeta. LR Gogeta ist vom physischen Charakter, heißt, der Leader-Skill von Tech Vegito Blue aktiviert sich. Denn im ganzen Team, und im ganzen Team, dazu zählt auch der Friend hinzu, also im Kampf dann, muss halt ein Typus mindestens vertreten sein. Super vom Super Type, also Super Tech, Super Strength und so weiter und so fort. Also mit Alligator und so weiter und so fort hat unser Freund das schon richtig gedacht. Das Problem an der Stelle war jedoch, dass dass quasi nicht alle Charaktere dann dennoch den Leader Skill von Alligator bekommen haben. Denn Alligator ist ein Fusion Leader und oder Physisch Leader. Und dementsprechend, wenn wir das Team mal von ihm wieder uns ansehen, hatten nicht alle Charaktere den Leader Skill, auch wenn du Alligator als Friend mitgenommen hast. Folgende Sache, ich will da nicht allzu viel ändern. Im Endeffekt hast du die Message bekommen, du müsstest einen physischen Charakter involvieren in dein eigenes Team und dann könntest du noch einen Tech Vegito Blue als Friend mitnehmen. Oder, warum will ich nicht allzu viel ändern, weil du hast gesagt, es sind deine Lieblingscharaktere zu dem Zeitpunkt. Es ist oder so ein Heroes-Team, da geht sehr viel, bist da wirklich frei. Ansonsten schaust du am besten mal die Vorschläge der User an, der Viewer an. Diese waren wirklich sehr, sehr gut. Waren auf jeden Fall, by the way, noch mehr als die zwei. Ich habe die zwei einfach nur mal so rausgepickt. Jedenfalls, mein Vorschlag, ganz simpel, ganz easy, wenn du das Team so spielen willst, wie es ist, dann nimmst du Transforming Vegeta als Friend. Warum? Transforming Vegeta ist zum einen Pure Saints Leader, aber auch ein Super Class Leader. Also jeder Hero-Charakter würde einen Leader-Skill bekommen, das ist in dem Fall besser als Alligator, weil dann bekommt auch wirklich jeder den Leader-Skill. Wenn du Alligator in das Team mit reinnimmst, dann bekommt nur Alligator und Vierfacher Gogeta und Super Gogeta den Leader-Skill von Alligator. Und die anderen Charaktere würden dann nur von denen von Vegito Blue bekommen. Das ist ja quasi mein Vorschlag, mein Ratschlag. So, als nächstes haben wir die Einsendung von Michael. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar schreibt er uns, Hashtag Team Ursulum, hey Ursulum, ich habe das Spiel jetzt seit kurzem wieder angefangen und habe kaum mehr BD mit dem... Achso. Und hey Ursulum, ich habe das Spiel seit kurzem wieder angefangen und komme mit dem Team mit noch nicht klar. Wirklich klar, darum wollte ich dich um Rat fragen, würde mich freuen, Grüße gehen raus, ebenso mein Boy, dann gucken wir uns das Team an. Oh, ich habe ein bisschen falsch sortiert, hier, boom. Das ist an der Stelle sein Team. Nun, wir haben hier einen All-Types-Leader, heißt alle Charaktere gehören zu dem Leader-Skill, deswegen an der Stelle schon mal 6 von 10 Punkte, denn jeder Typus bekommt den Leader-Skill, deswegen passt das, aber für Awakening sind alle auf dem Max-Level, ja, 7 von 10 Punkte, jedoch sind nicht alle Max-Awaked. Bleibt vorerst von den 7 von 10 Punkten. Die Sache ist, okay, vom Gedanken her gar nicht mal so schlecht. Jeder Typus bekommt dank dem Physisch-Scoren Key Plus rein, HP und Attack 40%. Heißt, aus deiner Charakterliste kannst du sagen, ich basteln, also alles mitnehmen. Die Sache ist jedoch, du hast einen Tech Vegito Blue. Auch wenn er nicht Doken Awake ist, ist sein Leader-Skill besser als der von Physisch-Scoren. Also auf jeden Fall nimmst du erstmal Tech Vegito Blue als Leader. Da muss trotzdem jeder Typus einmal im Team vertreten sein und sie müssen alle Z-Awake sein, also Super Tech, Super Int und so und so fort. Und dann bekommen sie Key Plus rein 100%. Deswegen würde ich erstmal hergehen und dein Team folgendermaßen ändern. Wir gucken uns einfach mal deine Charakterliste an und gehen mal Typus für Typus nach. Also, Vegito Blue ist der Leader. Heißt, wir haben einen Tech-Charakter schon mal auf jeden Fall drin. Dann gucken wir uns mal einen Int-Charakter an. Okay, Uigoku nimmst du in das Team. Du kannst aber
Also ein Typus kannst du bis zu zweimal nehmen, weil es sind ja 6 Charaktere, 5 Typen. Also Tech Vegetable nimmst du als Leader, Ue Goku in das Team, dann nimmst du auch Super Saiyan 3 Bardock in das Team und dann hätten wir Tech und Int Charaktere gedeckt. Wir brauchen AGL Charakter, Vegeta Blue hast du dich dafür entschieden, könntest du auf jeden Fall mitnehmen. Hätten wir vielleicht einen anderen AGL Charakter mitnehmen könnte. Wenn du einen Supporter mitnehmen willst, könntest du den Super Saiyan Gohan hier als Supporter mitnehmen für Super Class Verbündete. Wenn nicht, wenn es so passt wie es ist, also wenn du damit zufrieden bist, könntest du Vegeta Blue mitnehmen. Wäre aber cool, wenn du dann im Laufe der Zeit nicht nur ihn, sondern all die Charaktere awakes, aber das kriegst du auf jeden Fall dann hin. Also AGL Charakter hätten wir auch gedeckt, sei es jetzt Vegeta Blue oder der Supporter. Dann fehlt uns ein Physisch Charakter kannst du den Gohan direkt mal drin lassen, ist ein Supporter, rein und raus sortieren, sehr gut. Also fehlt uns am Ende noch ein Strength Charakter, ein Super Strength Charakter. Wir sehen jetzt zum Beispiel Namek Gohan, Super Saiyan Goku, okay, hätten wir noch vielleicht eine andere Wahl, die vielleicht ein bisschen besser ist. Super Saiyan 3, Vegeta GT, okay, der Gohan, Paikuan, Goten, Vegeta, guck mal, für den Anfang wäre doch Super Saiyan 3 Vegeta gar nicht mal so schlecht, als Tank, warum nicht, nimmst du ihn mit rein, was für ein Rank hast du, mein Freund, 71, also nimmst du ihn rein, als Tank. Aber du musst ihn an der Stelle sie awaken, also er muss auf den UR-Status sein, weil dann wird er zum Super-Strength-Charakter und dann nimmst du ihn rein, hältst einen Tank und dann kämpfst du dich mal vor. Also nacheinander tust du dann die Charaktere awaken. Den könntest du zum Beispiel zuerst awaken mit dem Team, sein Dokument ist relativ einfach, eines der älteren Events und dann würde es doch sehr schön funktionieren. Also halten wir fest, Tag Vegeta Blue als Leader, dann nimmst du Ue Goku, Bardock, dreifacher Vegeta, physisch Gohan als Supporter. Und dann würde ich im Endeffekt in der Konstellation, in der ich das Ganze so genannt habe, wir haben eigentlich eins, ja, du kannst Gohan mitnehmen als weiteren Supporter, wäre nicht verkehrt, aber der Vegeta Blue wäre auch nicht schlimm. Also da würde eigentlich meiner Meinung nach beides gehen, für den Status, in dem ich gerade bewegst. Genau, also da würdest du mit beidem nichts falsch machen. Ob du jetzt quasi mit zwei Supportern spielen willst oder nur mit einem, kannst du auf jeden Fall dann im Endeffekt wissen lassen, ob du für was dich entschieden hast, für den Vegeta Blue oder für den Supporter Gohan. Beides wäre nicht verkehrt, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich ja nicht sagen, nimm den auf jeden Fall. Beides würde legit gehen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von unserem Boy Coronatsu. Lieben Dank für die Einsendung. Coronatsu fragt uns, oder beziehungsweise seine Anfrage ist, Hashtag oder @TeamOzuru. Würde mich freuen, wenn du mein Team verbessern würdest und kannst du mir sagen, wer der beste Linking-Partner für LRGG ist. Wir gucken uns gleich mal das Team an. Beste Linking-Partner für LRGG sind folgende Freunde. 4 Charaktere linken sich mit ihm mit 5 Linkskins. Also zum einen der physisch Gohan, der neue, der Supporter, meiner Meinung nach sein bester Linking-Partner wegen dem Linkskin-Setup und auch wegen dem Support-Aspekt in der Passive. Im Showcase von LRG haben wir uns das Ganze angesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne abchecken. Das Video kam gestern raus, könnt ihr es gerne abchecken, wenn da Interesse dabei steht. Jedenfalls der Physisch-Gohan, der neue Super Saiyan Physisch-Gohan. LRGoita linkt sich mit ihm gut. Transforming Goku linkt sich mit ihm. 5 Links jetzt am Anfang. Dann haben wir noch, ich glaube der letzte war, der Free-to-Play Super Saiyan 3 Angel Goku. Der linkt sich auch mit 5 Linkskins mit denen. Die Charaktere, die ich genannt habe, linken sie mit 5 Linkskins. Aus den Charakteren, die ich genannt habe, finde ich am besten auf jeden Fall den physisch Gohan. Weil der linkt sich halt mit den... Also das Problem ist, LRGoita und Transforming Goku haben kein Blazing Battle. Das sind 15% auf den Angriff. Physisch Gohan hat das. Den finde ich top. Das ist für mich der beste Partner für ihn. Aber der Free-to-Play Super Saiyan 3 Angel Goku, der hat auch Blazing Battle. Und hier an der Stelle, Shoutout an... ist SwestyX, der hat nämlich das in dem Showcase-Video gesagt, ein Tipp für alle, die LRGG gezogen haben, sorry, und noch keinen richtigen Linking-Partner haben, es gibt nämlich eine Free-to-Play-Variante, der Free-to-Play Super Saiyan 3 Angel Goku links auch mit 5 Linkskills mit ihm und wenn man keine andere Möglichkeit hat, wie ich es gesagt habe, ist auf jeden Fall eine solide Option und eine Free-to-Play-Option. Falls ihr wissen wollt, wie ihr diesen Free-to-Play-Angel Goku bekommt, ich habe dazu damals ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken, ist ein bisschen ressourcenreich, aber wenn ihr es machen wollt, ist wie gesagt dann eine solide Alternative, falls ihr gar keinen Partner für ihn habt. Andere Partner, wie gesagt, gibt es. Es gibt gute und viele Alternativen. Aktuell der EZA Goten zum Beispiel. EZA Goten kann man mit ihm auf jeden Fall auch spielen. EZA Goten ist auch ein sehr guter Linky-Partner mit ihm. Der hat auch 5 Linkskills. Ich glaube, ich habe vergessen ihn zu erwähnen. Super Saiyan, Kamehameha, Blazing Battle und Golden Warrior. Ich glaube, das sind 4 Linkskills bei ihm. Aber auf jeden Fall auch eine solide Option. Und diesen EZA Goten bekommt ihr gerade auch mit den Schriftrollen. Also die gab es ja free auf dem Login und durch den Barbershop könnt ihr ihn holen. Und natürlich Logo, hier Edit. Ihr könnt natürlich auch LRGG als Super Battle Road Leader nehmen für Hybrid Saiyan Stage oder für Majin Buu Saga Stage, weil die Charaktere da relativ ähnlich sind. Alright, dann kommen wir mal zu der Einsendung von unserem Boy dann im Endeffekt. Und zwar ist das sein Team. Wie gesagt, das ist für mich der beste Linking Partner. Bates in der Rotation. Hey, korrekt. Und mein Team sieht genauso ähnlich aus. Dann haben wir LR Gohan mit Full Power Goku in der Rotation. Sehr schön. Wir haben dann
C17 sehr gut rein raus und den hier. Vielleicht könnte man den ersetzen. Sein Passive Boost ist nicht schlecht, aber er gibt keine Key. Und Key wäre auf jeden Fall in jedem Fall wichtig, wenn man LR dabei hat. Jedenfalls, alle Charaktere gehören zum Nierskill. 6 von 10 Punkten, also ein Max Level Max Awake 8 von 10 Punkten. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und wie gesagt, das Team passt so. Ich würde das auf jeden Fall so lassen. Eventuell würde ich den hier ändern. Und als die Charaktere durchgegangen bin. By the way, Freunde, wie gesagt, in 6 Rotationen, Partner geht in den Team von den Boy wirklich sehr, sehr viel. Also ich würde euch vielleicht raten, wenn ihr da noch Fragen habt, schaut in den Showcase rein. Man kann Dieter in der Rotation spielen, man kann Ultimate Core mit einem anderen in der Rotation spielen, man kann Izay Virus mit LR Virus spielen und. Da geht halt wirklich sehr viel, weil die Zeitkarturen sind wirklich sehr, sehr groß. Wir hätten zum Beispiel einen LR Super Battle Road Goku, den könnte man auch als Supporter mitnehmen. Warum nicht? Mir ist halt wichtig, dieser Key-Aspekt. Ich hätte gerne einen Key-Supporter am Start. Aber als die Liste durchgegangen bin, habe ich Folgendes gesehen, nämlich wo ist die nette Dame? Bulla. Bulla nimmst du bitte ins Team, tust dafür den Physisch Score raus. Warum? Key plus 3 auf den Angriff 40%, das ist so ein gestörter und wichtiger Boost. Bulla nimmst du auf jeden Fall hier in das Team. Bulla ist für mich schon wirklich ein, hat in dem Link-Skill, in dem Team durch den Leader-Skill von LRG einfach Stammplatz. Wenn ihr Bulla habt, rein damit. Also ich würde einfach nur Bulla reintun statt den Gohan, dann passt auf jeden Fall C17 statt dem Super Battle LR. Würde ich auch so lassen, das kannst du auf jeden Fall machen. 17, individuell starker Charakter, wenn du rein raus sortierst, machst du nichts falsch. Sehr gut. Also Bulla würde ich aber auf jeden Fall reintun. Und das wäre eigentlich dann alles auch zu dem, ja, zu der Anfrage, sag ich mal. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Team. Das nächste Team ist hier von unserem Boy Timmy. Timmy schreibt uns Hashtag Team Ozenu. Ich habe einen alten Account genommen und konnte ein Argel Zamasu Team bauen. Es wird noch der Physical Black kommen. Alles klar, dann gucken wir uns das Ganze mal an. So sieht das Team aus. Alle Charaktere gehören zum Niederskill. 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awaked. Für ihr Status sind sie Max Level, ja, 7 von 10 Punkte, aber Janemba könnte man noch weiterhin awaken, deswegen bleibt es von den 7 von 10 Punkten. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, das sind eine Realm of Gods Charaktere, das sind Extreme Class Charaktere, um es kurz zu halten, habe ich dann Folgendes gebaut. Zamasu hältst du eine Rotation mit Argel Rosé, dann nehmen wir nicht Tech Vegito Blue, weil Tech Vegito Blue hat bei dir keinen richtigen Partner. Er braucht einen Partner mit Over the Flash und oder Fuse Fighter, damit er Key bekommt. War hier schwer zu finden, deswegen würde ich empfehlen, nimm vorerst den physisch Vegito Blue. Kannst ihn mit Int Vegeta in einer Rotation halten oder mit Kalten Goku Blue. Dann könntest du einen von den beiden rein und raus rotieren. Ich habe es mal so gelassen, Tech Vegito Blue mit Int Vegeta, Goku, Kalten Goku Blue rotieren wir rein und raus. Als Supporter nimmst du Thales mit, auf jeden Fall sehr gut. Wenn du mit Zeit Supportern spielen willst, dann nimmst du den Metal Cooler rein, statt den Kalten Goku Blue. Und das ist eigentlich auch kurz gesagt die Änderung, die ich machen würde. Alles klar, Freunde, dann kommen wir zum Ende noch hin zu der Anfrage, die ihr bearbeiten dürft. Wie gesagt, am Ende des Videos seid ihr immer gefragt, lasst mich wissen, geht über die Einsendung her und gibt den ganzen eine Punktzahl, Verbesserungsvorschläge jedenfalls, denn unser Boy Maginator schreibt uns, hey, Team Ozenu, hier ist mein Movie Boss Full Power Team, ich hoffe, ich kann dort den Super Saiyan 4 Full Power Goku einbauen, da er Zeit Dupes hat. Mach weiter so mit den Videos und ich freue mich auf den 24-Stunden-Stream, Dankeschön, leider muss ich die Screenshots nachher anschicken, da die dann halt zu groß ist, kein Thema, mein Boy, gucken wir uns das Ganze mal an, und zwar, wenn die Technik hier natürlich mitmacht. Und jetzt, boom. So, das ist ein Team. GTA gibt den ganzen eine Punktzahl. Full Power Goku hätte er gerne im Team. Das könnt ihr auf jeden Fall auch gegebenenfalls bedenken. Und das in seine Krankenliste. Baut dann quasi gegebenenfalls hier ein anderes Team oder gebt dem quasi euren Ratschlag, eure Vorschläge. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganz auf jeden Fall Like. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.